Ich bin Maria von More Raw Food und mit dabei ist Leonard von More Raw Food. Und heute soll es mal um das Thema Heißhunger gehen. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die Heißhunger hat und ja, möchte dir kurz von meiner aktuellen Situation erzählen und auch meine besten Tipps gegen Heißhunger, den einzigen richtigen Tipp gegen Heißhunger, aber noch so andere kleine Tipps. Ja, was? Leonard, was ist denn los? Noch so andere ja, kleine Quick-Fix-Tipps, die ich so nutze, wenn ich mal Heißhunger habe. Leonard ist ja heute ganz fit und... Ja, Leonard, du musst aber da so ein bisschen zur Seite, nicht Mamas Geräte. Alles, was technisch ist, ne, liebt der Leonard. Aber wir probieren mal weiterzumachen. Erstmal, wie kam es bei mir überhaupt zu diesem Heißhunger? Ne? Also bei mir kam das daher, dass Leonard hat angefangen, Zähne zu bekommen. Und ja, dadurch wenig Schlaf, ne? So ein Kreislauf. Und wenn wir zu wenig schlafen, dann produziert der Körper Stresshormone und Stress löst eben gerne Heißhunger aus. Weil einmal ist bei Stress verbrennt der Körper mehr und dann laufen auch die Nebennieren auf Hochtouren und dann ja, kommt es zu Heißhunger. Und deswegen habe ich eben, also wenn ich Heißhunger habe, dann esse ich gerne Trockenobst. Ja, mein Favorit sind natürlich die Maulbeeren, die getrockneten Maulbeeren von Süß und Clever. Die liebe, liebe, liebe ich. Aber auch so Ananas oder getrocknete Feigen oder auch die leckeren Aprikosen von Süß und Clever mag ich auch, ja. Und dann kann ich ohne Punkt und Komma essen. Und die Sache ist, wie gehe ich damit um? Also ich mache das auch so, ich mache mir da jetzt auch nicht großen Vorwurf, sondern das ist, wie es ist und ich denke einfach, okay, ich habe zu wenig geschlafen, also muss der Körper das irgendwie mit anderen Sachen kompensieren. Und ich mache mich dafür auch nicht fertig, weil, hey, mein Körper ist eine geniale Maschine und der holt sich, was er braucht, ja. Und deswegen lasse ich da einfach auch mal dem Ganzen freien Lauf und sündige dann einfach, ja. Und auch manchmal, wenn es auch mal so was Seeliges ist oder so, denke ich auch, Mensch, komm Mariechen, du brauchst es jetzt einfach und mach mich deswegen auch nicht fertig und das möchte ich auch dir mit auf den Weg geben, ja? Vertrau da einfach auf deinen Körper und sei nicht so hart zu dir, ja? Gib einfach auch mal nach, weil, Mensch, jeder muss mal eine kleine Sünde begehen, ja? Wenn du verstehst, was ich meine. Dann aber mal zu den Tipps. Und zwar der einzige, und ich meine wirklich der einzige effektive Weg, um Heißhunger zu bekämpfen, ist die Ursache zu bekämpfen. Und das war bei mir der Schlafmangel. Also was habe ich gemacht? Ich habe eben geschaut, wie kann ich besser oder länger schlafen und habe mit Samuel auch geredet, dass ich mal einen Schlaf morgen kriege am Wochenende, ne? Dass er mal früh aufsteht und er sich dann nochmal hinlegen kann. Oder aber habe eben geschaut, dass ich mich tagsüber mit dem Leonard mal hinlege, was eigentlich nicht so mein Ding ist, aber manchmal habe ich das gemacht, wenn es zu extrem war. Oder aber ja, bin eben früher abends ins Bett gegangen, habe mich gleich mit den Kindern hingelegt und geschlafen. Ein oder zwei Abende, damit ich wirklich, ja, damit ich das eben wegkriege. Und wenn ich das mache, also ich fühle mich ja gleich morgens wie ein anderer Mensch, ja, wie ein neuer Mensch und feiere das dann auch total ab. Also wirklich die Ursache. Wenn die Ursache Stress ist, dann zu schauen, okay, was ist die Ursache von dem Stress und diese dann bekämpfen. Das ist der einzige langfristige und nachhaltige Weg gegen Heißhunger. Aber es gibt auch noch so andere kleine Tipps und Tricks, die ich da so habe. Und zwar gibt es zum Beispiel Ingwer-Shots. Ja? Ich mache mir meine Ingwer-Shots super gerne aus Äpfeln, Ingwer und Zitrone. Das genaue Rezept findest du in meinem Buch More Raw Food nicht auf Instagram. Das kann ich dir auch mal unten verlinken. Also die genauen Mengenangaben. Ansonsten kannst du halt auch bei Instagram vorbeischauen. Da mache ich die auch super gerne und zeige dann auch, was ich da so reinmache. Und da habe ich es so gemacht, dass ich nach dem Essen, ja, nach dem Frühstück, also was ich ja so gegen 1 zu 2 esse, habe ich dann mir so einen Ingwer-Shot gegönnt. Und da waren dann so diese Gelüste auf süß, waren dann einfach weg, weil ich das so durchbrochen habe und diese Schärfe von dem Ingwer, ja, wumm. Und das Tolle ist ja vor allen Dingen jetzt in der Erkältungszeit, sind diese Ingwer-Shots eine ganz, ganz tolle Vorsorge gegen Erkältungen. Also bei mir auf jeden Fall und Samuel.
Dann das nächste ist, was auch hilft, sind so grüne Säfte oder Pulver. Also entweder kannst du dir, wenn du die Zeit hast, grüne Säfte selber machen. Ich mache mir jeden Morgen den Selleriesaft. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich dir mal dort. Oder aber andere grüne Säfte, die helfen auch, weil du dich dann erstmal morgens schon, am besten die morgens trinken, mit Mineralien versorgst. Und dadurch ist dann dein Körper optimal versorgt und hat nicht mehr so viel Appetit auf Süßes oder auf so den Hyper, weil er schon optimal mit Nährstoffen versorgt ist. Wenn es aber über ein gewisses Level geht, also wenn man zu sehr Schlafmangel hat, so wie ich auch, ich trinke ja auch grüne Säfte, dann hilft auch das nichts mehr. Aber du kannst es erstmal damit probieren. Wenn du es jetzt nicht schaffst, dir Säfte selber zu machen, dann hat Lebenskraft pur ganz, ganz tolle grüne Pulver. Ich mag total momentan das Silizium. Dann gibt es aber auch den grünen Saftkomplex, grünes Leben. Und dann, ja, es gibt so ganz verschiedene Biobasis-Pulver gibt es noch. Ich verlinke dir da mal unten ein paar. Also die finde ich richtig, richtig toll. Variiere da auch immer, damit ich nicht immer das Gleiche nehme und der Körper sich da nicht dran gewöhnt. Und es gibt noch genau, relativ neu auch das Wildkräuterpulver. Auch total gut. Also das hilft auch gegen Heißhunger, wenn du dich optimal mit grünen Pulvern oder Säften versorgst, weil da ganz viele Vitamine und Mineralstoffe drin sind. Was bei mir auch richtig, richtig toll hilft, das habe ich so ein bisschen durch Zufall entdeckt, ist, wenn ich Zimt esse. Zimt nimmt irgendwie so diesen Hyper-Heißhunger weg. Und deswegen mache ich gerne Zimt auch so über über meine Smoothies drüber oder aber auch mache mir so ein Apfelporridge. Da mache ich auch gut Zimt rein. Und Zimt ist auch vor allen Dingen jetzt für die kalte Jahreszeit so ein wärmendes Gewürz und deswegen liebe ich das. Ein weiterer Tipp ist auch Sport, Bewegung, ja? Das hilft natürlich auch, weil ich merke, wenn ich Sport mache, dann ist irgendwie die Verbrennung in Gang und dann habe ich so generell so ein besseres Körpergefühl und dann will ich mich gar nicht so zustopfen mit irgendwelchen süßen Sachen, sondern da liebe ich dann eher so diese Leichtigkeit und habe dann auch so die Tendenz, mich gesünder zu ernähren. Ich finde, das ist manchmal so eine Negativspirale, wenn ich keinen Sport mache, dann esse ich mehr Süßes und wenn ich dann wieder Sport mache, dann habe ich so eher Lust auf richtiges Essen und dadurch geht dann der Heißhunger weg. Ein ganz wichtiger Tipp, auch was ich auch gemerkt habe, ist Ablenkung. Nach dem Essen, wenn ich dann nach dem Frühstück so ein bisschen so den Hieper bekomme, ist es auch super, wenn ich mich dann mit was ablenke, was ich total mag. Also was mich total ablenkt, ist auch Videos zu schneiden, da gehe ich ja voll drin auf. Oder aber so Instagram oder YouTube-Kommentare beantworten, da könnte ich 2, 3 Stunden am Stück arbeiten und es kommt mir vor wie 5 Minuten, ja. Also so eine Sachen mache ich dann auch, dass ich mich, wenn ich es kann, ja, wenn Leonard wach ist, sitze ich natürlich nicht am Handy oder am Computer, aber dann, dass ich eben mich mit Sachen beschäftige, die mich wirklich ablenken. Oder ich gehe raus und bewege mich, mache einen Spaziergang, ja, und da kann ich ja dann nicht nebenbei noch essen. Ein anderes tolles Hilfsmittelchen ist auch dieses ätherisches Öl, das heißt Slick. Das ist von Young Living. Und das ist so eine ätherische Ölmischung, die wirklich so den Appetit so ein bisschen zügelt. Das ist auch ein ganz toller Tipp. Das bespreche ich auch immer gerne oder gebe als Tipp für all die Teilnehmer in meinem Online-Kurs Ernährungsumstellung, so geht's richtig. Den lanciere ich übrigens das letzte Mal Anfang Januar, also 2020, zu einem super Preis. Wenn du da mit dabei sein möchtest, dann schick mir eine Mail an info@morawfood.com, denn nur von den Leuten, wo ich die E-Mail-Adresse habe, die kriegen das Sonderangebot und die tolle Info. Möchtest du mal das Öl haben, Leonard? Das wolltest du haben, ne? Ja, das wollte Leonard haben. Also das mache ich dann auch so, dass ich mir das so ein bisschen hinter die Ohren träufle oder hier auf das Dekolleté, damit ich das so rieche, wenn ich das nutze. Das ist auch ein tolles Hilfsmittel. Aber wie schon gesagt, das einzige richtige Mittel gegen Heißhunger ist wirklich die Ursache zu bekämpfen. Und bei mir war das eben mehr zu schlafen. Weil unser Körper ist eine tolle Maschine. Der weiß genau, was wir brauchen und was nicht. Und wenn wir in Balance sind und optimal ernähren und ja, genügend schlafen, uns bewegen, genug trinken und uns so an die Naturgesetze halten, dann funktioniert auch unser Körper genauso, wie er soll.
Ja, jetzt möchte ich mal von dir wissen, hast du mit Heißhunger zu kämpfen? Wie ist es bei dir in deinem stressigen Mama- oder Papa-Alltag vielleicht? Was hast du noch so für Hilfsmittelchen? Was hilft dir? Da würde ich mich natürlich super drüber freuen, wenn wir da unten in den Austausch gehen, denn ich freue mich immer so, so mega über deine Kommentare. Und ja, danke dir auch ganz doll, dass du heute mit dabei warst. Und wünsche dir eine heißhungerfreie Zeit. Und selbst wenn du mal schlemmen oder genießen möchtest, mach es mit gesünderen Alternativen wie ja, getrocknete Maulbeeren oder Aprikosen oder Ananas von Süß und Clever. Da gibt es nämlich einen Rabattcode. Mit dem Code RAWFOOD10 kriegst du da 10% Rabatt auf jede deiner Bestellungen und die liefern in kompostierbaren Verpackungen zu dir nach Hause. Also, nutz das für dich. In diesem Sinne freue ich mich natürlich noch mehr, wenn du auch im nächsten Video wieder dabei bist. Und ja, wir sagen bis ganz bald. Das ist Robin, Leonard und Maria. Tschüss!